So, da bin ich schon wieder. Und ja, das Graben hier wurde zum Glück abgebrochen. So, alle Militärzwerge bitte dorthin. Und weil wir bei Befestigungen waren. Schöne Steinmauer, haben wir was ordentlich Stabiles? Eine Drachenblutmauer, ja klar. Eine dünne Steinwand, eine schöne Steinmauer wahrscheinlich. Nein, ich mache eisenbewehrte Holzpfähle hier hin. So. Ernsthaft. Okay. Da hat jemand die blöde Tür zugemacht. Das heißt, mein Trick, den Gefängnisraum als Außenposten zu verwenden. Hat nicht funktioniert. So, dafür bräuchte ich 10 Titan und für 10 Titan bräuchte ich 500 Gold. Das heißt erstmal keine Fallen. Sondern hier ein bisschen abschotten. So. Und hier gibt es noch mehr Rohstoffe zum Abgreifen. Okay. Viel mehr Rohstoffe zum Abgreifen. So, ich mache da am besten auch mal noch ein bisschen zu. Da gibt es sogar Gold. So. Das sieht schon besser aus. Und da wir wieder so viele Steine haben, wird es wieder Zeit, ein paar Trainingspuppen aufzustellen. Neue Idee, wir untergraben das Ganze einfach. So, also nochmal speichern. So. Lassen die hier fleißig trainieren. Klauen den hier alles weg. Oh, hier unter uns ist sogar noch mehr Turmalin. So. Ich könnte jetzt theoretisch einen Port
Naja, er portet sich schon mal. Wo hast du dich hingeportet? Dahin. Interessante Wahl. Würdet ihr den da bitte schnell töten? George! So. Ach herrje. Weg mit meinem König da. Ey, hör auf, mein Eigentum zu zerstören. Garstiges Viehzeug, ey. So, 4 Forschungspunkte, das heißt, wir können jetzt Kosteneffizienz freischalten. Und dadurch ist eigentlich alles günstiger. Was Schönes. Das heißt, ich kann hier alles in Ruhe dicht machen. So. Und hier bräuchte ich auch noch 2 und dann wird langsam alles immer dichter. Da wäre Undigium im Weg. Interessant. Aber ja, wir kommen wieder besser voran. So. Nein, das war falsch. Da wollte ich den Block hin haben. So, dann mach mal die beiden Blöcke da bitte. Na, für den hat er es nicht mehr ganz geschafft, ja? So, dann gucken wir mal weiter. Ich müsste noch irgendwie in den Raum da reinkommen. Und in den Raum drüber. Und auf der Seite sind auch noch 2 Räume, in die ich rein wollen würde. Oh, hier ist jede Menge Zeug noch. Und ganz ehrlich, da jetzt meine Kisten günstiger sind, auch noch. Baue ich auch noch 2 von denen hier auf. Gut.
Schade, dass die Forschungen nicht billiger werden. Forschungsstation, da arbeiten Forscher besser dran. Mein Militär kriegt langsam das Level wenigstens. Das sieht so aus, als ob es hier runter geht und hier drüben irgendwie hoch geht. Wahrscheinlich ist hier einer von den beiden Stämmen. So, und ich hier rüber. Dann kann nämlich da auch gleich ein Holzblock hin. Und ich kann hier die Wände weiter tapezieren. Jo. Genauso wie ich hier und hier tapezieren kann. Ach ja, und die Blume wegstellen, dass du da wieder rauskommst. So, jetzt kommt die große Frage. Es ist, glaube ich, doch effizienter, wenn ich die beiden Blöcke ausgrabe und einfach hier oben alles dicht mache. Also angefangen mal bei dem Block hier. Und dem Block hier. Und den Block hier. Da muss ich ihn nur gleich rausporten. So. Und ich glaube, von unten kann er bauen, oder? Ja, kann er. Ja, das ist, glaube ich, besser. Dann kann ich, sonst verliere ich nämlich eine Holzpflanze. So. Dann müsste ich noch die 5 da irgendwie dicht kriegen und dann ist auch der Gartenbereich fertig. Oh ja, die Forschungsstation war eigentlich mein Hauptziel, die richtig zuzukriegen. Da müsste ich erstmal die 4 hier und dann die 4 hier zumachen. Aber ich denke mal, das kriege ich auch noch hin. Ernsthaft? Unterm Turmalin ist noch mehr Turmalin? Und abwärts. Wow, also hier geht es noch richtig tief runter. Wenn ich mir das so ansehe. Ja. Also ja, unter uns gibt es noch recht viel zu entdecken. Ich glaube aber, ich klappe erstmal diese beiden Räume ab. Und vielleicht hole ich mir doch noch einen dritten Nahkampfzwerg. Besser ist das. Noch mehr Gold. Leiter hierhin. Ich habe gerade irgendwelche komischen Geräusche gehört. Gold und Turmalin. Aber wenn ich jetzt zu gierig werde, dann buddel ich über das Turmalin in diesen Raum rein. Und das will ich nicht. Jedenfalls noch nicht.